Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Heute dreht sich alles um Paracord und ich zeige euch heute meinen Lieblings-Paracord-Knoten, der auch wirklich Camping, Auto und Survival tauglich ist. Bleibt dran, in 10 Sekunden geht's los. Da sind wir auch schon wieder. Und heute zeige ich euch, wie ihr ein richtig cooles Paracord-Armband herstellen könnt, das auch wirklich Outdoor- und Camping- bzw. Survival-tauglich ist. Die meisten Armbänder aus Paracord, so wie dieses hier zum Beispiel, sind sehr hübsch anzugucken, aber leider relativ unpraktisch, wenn man dann mal wirklich ein Stück Paracord braucht. Das Problem liegt darin, dass die meisten so verknotet sind, dass ich 10 Minuten, eine Viertelstunde, also so lang wie ich es eigentlich geknotet habe, auch wieder brauche, um an dieses Seil heranzukommen. Das ist das Paracord-Armband, das ich euch heute zeigen werde. Und dieses Paracord, das ist in Sekunden aufgetrennt und ich habe ein richtig schönes Stück Paracord für Outdoor Survival und Camping. Ich zeige euch heute den Zipper Sinnet Knoten. Das ist ein super Knoten, vor allem wie schon vorhin erwähnt, der ist super leicht aufzutrennen und dazu braucht ihr ein Stück Paracord. Von der Länge her aus dem Zipper Sinnet Knoten, ungefähr aus einem Meter, bekommt man 10 cm heraus. Verbinden werden wir nichts, man braucht nur ein Stück Paracord und da sage ich euch auch gleich, alle Armbänder, die zweifarbig sind und die man vorher verbinden muss, sind eigentlich nicht wirklich Outdoor- und Camping-tauglich. Das hat einfach den Grund, sobald ich das hier verbinde, habe ich natürlich in meinem Paracord auch eine Schwachstelle. Und nur Armbänder aus wirklich einem langen Stück Paracord sind wirklich auch dann, wenn ich sie aufgetrennt habe, so stabil, wie ich sie haben möchte. Gut, hier die Seele lassen wir drin. Wir brauchen außerdem noch ein Feuerzeug und irgendwas zum Abschneiden, eine Schere oder ein Messer. Ich empfehle euch grundsätzlich immer ein Messer. Hier haben wir das Spyderco UK PK. Warum ich immer ein Messer benutze, ist einfach der Grund, benutzt immer ein Messer, wenn ihr die Wahl habt zwischen Schere und Messer. Eine Schere ist ein Quetschinstrument und ein Messer ist ein Schneideinstrument. Wie man hier sieht, ist auch schön gerade abgeschnitten. Mit der Schere, mit diesem Quetschinstrument, mache ich hier vorne meistens schon Fransen dran. Dass euch das Paracord beim Knüpfen nicht aufgeht, macht ihr es kurz heiß vorne. Einmal kurz mit dem Finger ein bisschen dran drücken. Passt. Hier auch. Andere Seite. Wenn ihr das nicht macht, kann es wirklich passieren, dass euch dann halt hier außenrum um die Seele, dass sich alles auffranst und dann tut man sich auch relativ schwer beim Knüpfen. Als erstes halbieren wir das Paracord. Also wir suchen uns die Mitte. Hier wäre ungefähr die Mitte jetzt bei mir. Und der erste Knoten, mit dem wir anfangen, ist ein sogenannter Counterloop. Der Counterloop, legen wir hier eine Schlinge. Dann greifen wir von hinten nach vorne durch und ziehen das fest. Dann sieht die ganze Sache ungefähr so aus. Das ist mit der schwierigste, der Anfang. Ich mache es nochmal. Also der Counterloop, eine Schleife, dann von hinten durchgreifen, dieses Stück Paracord holen, durchziehen und den Knoten festziehen. Der Counterloop. Okay, das war auch schon fast das Schwierigste. Der Rest ist relativ einfach. Wir haben jetzt hier, Moment, wir haben jetzt hier
vorne eine Schlaufe, die man verstellen kann. Ja? Also ein Stück Paracord sollte sich jetzt bei euch verstellen lassen im Knoten. Und immer das Stück, wo fest ist, wo ich nicht ziehen kann, das legen wir jetzt als Schlaufe durch die Schlaufe, die man zuziehen kann. Von oben durchstecken und dann festziehen. In diesem Fall, bei dem allerersten Knoten, ziehen wir ihn nicht komplett fest, sondern lassen hier unten eine kleine Schlaufe hier und dann festziehen, weil bei dieser kleinen Schlaufe hier unten später kommt dann der Endknoten durch und so hält dann das Armband. Und jetzt ist es eigentlich immer ganz einfach. Ihr habt ein Stück, das lässt sich verstellen. Und auf der anderen Seite habt ihr ein Paracordstück, das lässt sich nicht verstellen. Ja, schön festziehen und dann wieder mit dem Stück, das sich nicht ziehen lässt, wieder eine Schlaufe durch die obere Schlaufe und festziehen. Hier hat man jetzt hier eine Schlaufe, da zieht man hier fest und dann zieht man wieder an dem Teil und so zieht man es zu. Gut, und das war es eigentlich auch schon. Jetzt habe ich hier wieder eine Schlaufe, die kann ich verstellen. Hier unten die Schlaufe ist jetzt fest und jetzt habe ich hier das Stück, wo sich verstellen lässt. Also auf der anderen Seite nehme ich wieder die Schlaufe, stecke sie durch die obere Schlaufe durch und ziehe fest. Immer aufpassen, dass die beiden sich hier nicht verdrehen. Also festziehen, nachziehen, festziehen, nachziehen. Und jetzt habe ich wieder hier die Schlaufe, die ich verstellen kann. Ja? Und dann nehme ich wieder das Stück, wo sich nicht verstellen kann und stecke es hier wieder durch. Dann ziehe ich die Schlaufe wieder fest an beiden Enden, links und rechts. Immer schön festziehen. Einmal machen wir es noch. Habe ich hier drüben, also hier ist wieder meine Schlaufe, wo ich mein Stück Paracord, wo ich die Schlaufe verstellen kann. Ja. Dann nehmen wir die Seite, wo man nicht ziehen kann und stecken das Paracord hier wieder in einer Schlaufe hier durch. Dann festziehen, nachholen, festziehen, nachholen. Und festziehen. Man kann jetzt hier vorne schon leicht erkennen, also das Muster kommt schon und so geht das die ganze Zeit weiter. Also hier Schlaufe an der Seite, wo ich sie verstellen kann, dann die gegenüberliegende Seite durch und das macht man jetzt, bis man ungefähr die Länge hat, die man braucht für sein Armband. Und jetzt sind wir dann soweit, man sieht schon, also das Muster, ich finde das Muster auch wirklich gar nicht schlecht, ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und jetzt haben wir schon soweit geknotet, dass wir ungefähr rumkommen um unseren Arm, ums Handgelenk. Und jetzt zeige ich euch noch den Endknoten und dann ist es eigentlich schon fertig. Und jetzt kommen wir zum Abschlussknoten und der Abschlussknoten ist genauso einfach wie das ganze Armband an sich, die vorherigen Knoten sogar noch ein bisschen einfacher. Hier oben haben wir unsere Schlaufe, die bewegliche Schlaufe. Dann nehmen wir beide Teile links und rechts. Die kommen einfach durch die oberste Schlaufe durch. So. Sieht das Ganze ungefähr so aus. Einfach oben durch die letzte Schlaufe durchstecken und dann festziehen, nachholen,
festziehen, nachholen, nachholen, nochmal ein bisschen festziehen und nochmal nachholen und fertig. Dann sieht das ungefähr so aus. Und jetzt zum Schluss setzen wir einen ganz normalen Knoten einfach noch hinten drauf. Das ist dann unser Verschlussknoten. Man kann den jetzt ein bisschen weiter wegsetzen. Ich setze ihn immer ganz ans Ende. Dann sieht das ungefähr so aus. Dann kann man das Armband rumlegen. Hier diese zwei, die kann man dran lassen, wenn man möchte, oder sie auch ein bisschen kürzen, wie man das gerne mag. Und dann, ich lasse immer ein bisschen länger, weil jetzt kann ich hier, kann ich quasi das Armband zuziehen und gleichzeitig dann halt hier die Schlaufe über den, also ich kann es hier festhalten und die Schlaufe über den Knoten einfach drüber heben und somit habe ich ein fertiges Armband. Und so ist der Verschluss auch relativ leicht. Gut, ich muss sagen, das hier ist jetzt vielleicht doch ein bisschen arg lang. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen kürzen, bis hierhin ungefähr auf. Und dann habe ich hier auch, man sieht schon, also die längeren Schlaufen sind jetzt hier durch die erste Verschlussschlaufe durch. Dann kann ich hier einfach ziehen, rüberheben, fest. Hier ist es also nun, unser selbst geknüpftes Paracord Armband. Und jetzt kommt der eigentliche Clou, warum ich diesen Knoten so gern mag. Abmachen, hier oben einfach diesen einen Knoten auf. Also für den Fall, dass ich jetzt ein Stück Seil brauche, den Endknoten auf. Hier einmal die Schnur, durch, wo wir durch die letzte Schlaufe durchgesteckt haben, einfach rausziehen. Und jetzt kommt das, was ich meinte, outdoor tauglich. Ich mache es erstmal langsam. Ja, also man sieht, ich kann das jetzt einfach auftrennen und dann habe ich ein Stück Seil. Und zwar innerhalb von Sekunden. Ja? Und das ist das eigentliche wirklich Geile an diesem Paracord-Knoten, den ich euch hier gerade gezeigt habe. Und jetzt habe ich hier einfach ein Stück Seil, das ich im Wald, beim Campen etc. verwenden kann. Innerhalb von Sekunden aufgetrennt. Und das macht diesen Knoten zu meinem absoluten Lieblingsknoten. Ja, das war's schon wieder. Lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke, denn demnächst gibt es wieder ein Unboxing von einem neuen Messer und das auch schon in wenigen Tagen. In dem Sinne, ich bin der Scar von den Camping Cowboys. Ich wünsche euch noch eine schöne Campingzeit und viel Spaß beim Paracord-Knöpfen. Jetzt in der Winterzeit sowieso optimal Vorbereitung auf die nächste Camping-Saison. In dem Sinne, einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und wenn ihr ein richtiger Camping-Cowboy seid, dann habt ihr natürlich kein Armband, sondern ihr tragt euer Paracord auf dem Hut und somit habt ihr keine 2 Meter Paracord, sondern ihr habt insgesamt 8 Meter Paracord dabei, das innerhalb von Sekunden aufgetrennt ist.